Die Schweizer Landwirtschaft verursacht jährlich Stickstoffüberschüsse von 80.000 Tonnen. Überschüsse an Stickstoffverbindungen wie Nitrat, Ammoniak oder Stickstoffdioxid führen zu negativen Folgen für unsere Umwelt und die Gesundheit der Menschen. Von der Schädigung unserer Ökosysteme und Biodiversitätsverlust bis hin zu Atemwegserkrankungen. Im April 2022 hat der Bundesrat deswegen das erste Verordnungspaket für sauberes Trinkwasser und eine nachhaltigere Landwirtschaft verabschiedet. Gemäß den neu festgesetzten Zielen sollen unter anderem Nährstoffverluste bis 2030 um mindestens 20% reduziert werden. Um Stickstoffüberschüsse zu verringern, müssen wir unsere Landwirtschafts- und Ernährungssysteme umgestalten. Ein erster wichtiger Schritt hierzu ist die effizientere Produktion von Lebensmitteln und der effizientere Einsatz von Dünger. Die Digitalisierung der landwirtschaftlichen Produktion kann hierzu ein Baustein sein. Im Alltag von jedem und jeder haben digitale Tools Einzug genommen, zum Beispiel Smartphones, Prognosemodelle und so weiter. Aber wir beobachten, dass da, wo eigentlich die Hebelwirkung auf die Nachhaltigkeit am größten wäre, die digitale Tools noch nicht Einzug genommen haben. Zum Beispiel in der Präzisionslandwirtschaft. Um die Akzeptanz zu steigern, müssen natürlich halt alle Vorteile, Nachteile, Kosten, Nutzen auch wirklich bekannt sein für alle Akteure. Und da hat unser Forschungsprojekt angesetzt. Das sind die technischen Möglichkeiten, aber auch Limitierung von Präzisionslandwirtschaft im Feld in der Schweizer Landwirtschaft. Was sind die Umweltauswirkungen, die da durch den Einsatz entstehen würden? Was sind Politikmaßnahmen, die man in diesem Spannungsfeld eigentlich anlegen kann? Die Forschung zeigt, dass neue Tools zur Erfassung räumlicher Informationen, Produktionsbedingungen und dem Zustand von Pflanzen von großer Bedeutung sind. Bereits frei verfügbare Informationen wie zum Beispiel Satellitenbilder können den Bäuerinnen und Bauern erste Grundlagen für die landwirtschaftliche Praxis liefern. Es braucht jedoch oft mehr als das. Die Idee hinter der Präzisionslandwirtschaft ist, dass standortangepasst Inputs angewendet werden, zum Beispiel Dünger. Das ermöglicht eine Reduktion des Einsatzes von Inputs wie Dünger, ohne dass die Produktion reduziert wird. Also es ist also ein Win-Win. Wir haben tiefere Kosten, wir haben tieferen Umweltfußabdruck und haben immer noch eine Nahrungsmittelproduktion, die wir ja auch wollen. Trotz der Vorteile von digitalen Innovationen scheinen politische Anreize unerlässlich zu sein, um die Nutzung von Präzisionstechnologien im derzeitigen wirtschaftlichen und sozialen Umfeld zu steigern und so den vollen Nutzen ausschöpfen zu können. Es braucht die Zusammenarbeit aller Akteure und gezielte Lösungen, um den Einsatz der Präzisionslandwirtschaftstechnologie auch in kleinbäuerlichen Systemen wie der Schweiz rentabel zu machen. In unserem Projekt haben wir gezeigt, dass verschiedene Dinge erreicht werden müssen. Das eine ist, Technologie muss verlässlicher werden, muss sich mehr lohnen für den Betrieb, der das einsetzt. Und da kann natürlich auch die Politik handreichen, zum Beispiel, dass eine digitale Infrastruktur gestärkt wird, dass Technologien auch ökonomisch attraktiver werden, aber dass auch die Zusammenarbeit zwischen Landwirten gestärkt wird, weil das ermöglicht, dass die Technologie viel günstiger dann halt eben umgesetzt werden kann. Digitale Tools können ein wichtiges Instrument sein, um unsere Landwirtschaft nachhaltiger zu machen. Dass wir das aber realisieren können, muss die Technologie verlässlich sein und der Einsatz der Technologie muss sich lohnen für die Produzentinnen und Produzenten. Und dafür braucht es Action von der Wissenschaft, von der Industrie, aber auch von der Politik, um diesen Prozess zu begleiten. Die Zusammenarbeit innerhalb des NFP 73 war extrem spannend, weil natürlich in unserem Themenfeld, so der nachhaltigeren Agrar- und Ernährungswirtschaft, sehr viele Projekte waren, wo es ganz interessant und relevant war, die Dinge zu verknüpfen. Und das hat einen ganz spannenden Austausch ermöglicht, methodisch über Fallstudien, aber insbesondere auch über mögliche Politikinstrumente hin zu einer nachhaltigeren Schweiz.